Juhu, Beauties, und willkommen zu meiner Meinung zum Life is Strange 2 Gameplay. Vor der Gamescom gab es ja schon den Reveal-Trailer, wo ich auch meine Reaktion zu hochgeladen habe. Und auf der Gamescom gab es am Square Enix-Stand dann auch noch ein Gameplay, was man spielen konnte, das ich dann beim dritten Versuch endlich mal spielen konnte, weil die vorher die Schlange viel zu lang war und ich dann um 8 Uhr morgens dahin gegangen bin. Hab's jetzt aber gespielt und jetzt kann ich euch sagen, wie es mir gefällt. Erstmal zu meinem Reaktionsvideo nochmal. Ich habe irgendwie da alles durcheinander geworfen, weil Captain Spirit schon so lange her war. Aber seit dem Gameplay-Trailer ist so viel klarer geworden, wer jetzt überhaupt die Main Characters sind. Tatsächlich geht es nämlich gar nicht um Chris, der in Captain Spirit so in den Fokus genommen wurde, sondern um Sean und Daniel. Das sind die Nachbarn, die man auch am Ende von Captain Spirit gesehen habe, die auch so ein bisschen mexikanischen Migrationshintergrund haben, I guess. Alles weitere, was ich jetzt erzähle, wird natürlich Spoiler des Gameplays enthalten, deswegen, wenn ihr es nicht hören wollt, schaut ab oder hört trotzdem zu, weil ich cool bin. Kommen wir doch erstmal zu den Pros und Cons, bevor ich irgendwas über diesen Schock des Lebens am Ende sage. Die Nachteile: Chloe und Max sind nicht da. Das war natürlich nur ein Witz, weil eh klar war, dass sie nicht vorkommen. In Bezug auf die Charaktere ist für mich aber so ein kleiner Kontrapunkt, dass man erstmal so einen großen zeitlichen Sprung nach Captain Spirit hinter sich hat und so denkt, hä, wo sind wir jetzt eigentlich? Und dass im Prinzip nicht mehr so viel Fokus auf die Story von Chris gelegt wird. Beziehungsweise, das würde ich eher so neutral einstufen, weil mich das schon interessiert hätte. Und ich hoffe, dass man zumindest innerhalb des Spiels so ein bisschen mehr über Chris auch erfährt und wie es sich weiter mit ihm entwickelt. Weil er ist ja im Endeffekt derjenige mit den Superkräften. Deswegen würde ich auch erwarten, dass die Brüder überhaupt keine Superkräfte haben. Weil, was Don't Not schon einmal in einem Interview gesagt hat, die möchten nicht eine Stadt an Superhelden erschaffen oder so. Das sollte schon irgendwie auch was Seltenes sein. Was bis jetzt für mich auch ein kleiner Kontrapunkt ist, ist, dass es bisher keine richtige Verbindung zu Life is Strange in diesem Gameplay gab. Also es gab es ja in Captain Spirit so ein bisschen, aber in diesem Gameplay-Trailer wurde, soweit ich weiß, keine große Verbindung irgendwie geknüpft zum Vorgängerteil, was eigentlich schon betont wurde, dass sie das auf jeden Fall machen wollen. Ansonsten muss ich sagen, bin ich aber viel mehr begeistert von dem Gameplay als von dem Trailer, weil der Trailer hat mir so nichts gesagt, der hat mich überhaupt nicht gehypt gemacht und dann habe ich das Gameplay gespielt und dachte so, oh mein Gott, the vibes are back! Was ich nämlich liebe, sind die Dialoge erstmal, weil man hat wieder dieses typische Life is Strange Feeling, so du spielst einen Teenager, der noch so in der Erfindungsphase ist und auch diese Themen wie erste Liebe und so werden aufgegriffen und das finde ich total cool, weil ich da immer schmunzelnd saß so, ah ja, good old times. Zum Beispiel dieser Love Interest von Sean wird so ein bisschen aufgegriffen, dass er so die Sachen für seine Party packt mit Bier und Kondom und das ist halt echt witzig und süß gemacht oder wie die da über den Skype-Chat telefonieren, das ist alles sehr, sehr süß. Im Gegensatz zu Captain Spirit sieht man da dann auch schon mal eine harmonischere Familiengeschichte irgendwie und das ist auch schon mal so ein guter Aufhänger, um quasi da anzusetzen, was am Ende des Gameplays passiert, weil du dir so denkst, ah, jetzt ist alles so schön harmonisch. Nein, das kann nicht sein, das ist Life is Strange, das würde ich doch abfucken. Bis jetzt gefallen mir die Charaktere auch total gut, sie sind zwar ein bisschen klischeehaft, aber that's Life is Strange, right? Was ich als Gameplay-Mechanik super cool finde, ist, dass auch diese Zeitleiste mit eingebaut wurde. Also, dass man Antworten geben kann, aber wenn man zu langsam ist, dass die dann ablaufen. Das finde ich super gut, weil das nochmal ein bisschen mehr Dynamik reinbringt, was manchmal bei Life is Strange 1 gefehlt hat. Worauf ich mich auch schon freue, ist, dass Don't Not nämlich gesagt hat, dass es im Prinzip mehrere Wege gibt. Also, es klingt vom Gameplay auf jeden Fall ein bisschen mehr so wie Detroit, als wie das alte Life is Strange, was ich sehr gut finde. Was die Entwickler nämlich auf Twitter auch geäußert haben, als sie den Reveal-Trailer gepostet haben, ist nämlich One Journey, Many Paths. Also klingt es schon so, als ob man da ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, was ich nicht schlecht finde. Ich habe das zwar auch als Negativpunkt genannt, ich empfinde es aber auch als Positivpunkt, dass man jetzt so eine ganz andere Story hat und nicht Chris jetzt direkt wieder so, okay, wieder jemand mit Kräften, sondern man ist halt einfach so ein Normalo. Und das macht das Ganze noch ein bisschen spannender, weil man jetzt schon ein paar Sachen auf jeden Fall über Chris herausgefunden hat und so wird man jetzt wieder in eine ganz neue Story reingeschmissen und irgendwie kann das ein bisschen unerwartet und das finde ich eigentlich ganz cool so, weil das macht nochmal ein bisschen Neugier. Und jetzt zu the most shocking part ever. Das Ende. Was zur Hölle? Ich war so, du kannst mich doch nicht einfach töten. Man kann ja auch eine Entscheidung treffen, ne?
Aber ich glaube, der Vater wird immer erschossen, egal was man macht, weil man einfach scheiße ist. Ich frage mich an dieser Stelle jetzt noch, wie hat das mit dem Weglaufen zu tun? Also, was hat das jetzt im Endeffekt damit zu tun? Weil der Polizist ist ja noch da und die Kinder haben ja eigentlich nichts gemacht. Der hat den Vater halt einfach erschossen. Und ich glaube nicht, dass er jetzt auch noch versucht, die anderen zu erschießen. Es kann halt nur sein, dass Chris dann vielleicht darauf reagiert und irgendwas mit dem Polizisten macht und das so an die Öffentlichkeit geraten will und die Brüder sich aber auch irgendwie schützen wollen, weil die nichts damit zu tun haben wollen. Wer weiß. Weil in der Spielbeschreibung steht sogar, die flüchten nach Mexiko. Also muss man mal schauen, was sich daraus jetzt ergibt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man 5 Episoden einfach nur flieht, aber who knows. Ich bin auf jeden Fall super gespannt drauf, was die Story noch für uns bereithält. Wie gesagt, kann ich sehr wahrscheinlich nicht direkt am Release-Termin streamen, werde das aber so schnell es geht auf jeden Fall nachholen, weil ich ja dann mein Praxissemester in Malaysia habe. Wenn noch weitere Trailer oder Neuigkeiten oder sonst was veröffentlicht werden, versuche ich natürlich das auf jeden Fall in ein Video einzubinden. Natürlich könnt ihr mich auch gerne informieren, wenn ihr über irgendwas Neues Bescheid wisst. Und dann würde ich mich sehr über eure Kommentare freuen, was ihr so von dem Gameplay haltet. Schaut auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye bye, Shaka Bros.